Ja, hallo Ja. zusammen zu einer neuen Runde unserer ja, monatlichen Gesprächsrunde für Sagenhaft und Sonderbar. Ich muss heute den Daniel als Host ersetzen, weil der anderweitig beschäftigt ist, aber ich denke, wir werden das Kind schon schaukeln. Heute bei uns zu Gast Octavian. Freut mich sehr, dich wieder zu sehen. Werner, wir haben viel Kontakt in letzter Zeit. Trotzdem schön, dass du da bist. Und Elli, hallihallo. Hallo. Ich werde jetzt einfach gleich aus dem Vorgespräch heraus das Wort einmal an die Elli übergeben. Das sollte ich jetzt einmal ein bisschen einführen, was wir uns überlegt haben, worüber wir heute so eine gute Stunde einfach einmal unsere Ideen auf den Tisch legen. Bitte, Elli, your turn. Ja, cool, ich turne gerne. Also mich haben die Nazca-Linien interessiert. Da finden wir ja so einiges an Tieren, also in der Hauptsache Kolibris oder Kondor wird auch eins bezeichnet. Dann finden wir den Orca, aber auch diesen Affen. Und natürlich nicht zu vergessen die ganzen, ganzen vielen geraden Linien, die wir dort haben. Die sind schlimmer wie so ein Schnittmuster von Burda, ich mal sagen. Man denkt, es ist alles so ein Durcheinander und ja, was soll das Ganze? Und dann habe ich halt mal geschaut, wo führt das hin? Was ist da eigentlich los? Ich bin dann auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht auch etwas mit dem Sternenhimmel oder Sternbildern zu tun haben könnte. Und siehe da, zumindestens. Aber ich fand auch andere. In dem Programm Stellarium, wo ich ja letztens schon drüber gesprochen hatte, gibt es die Option der Himmelskulturen. Und Himmelskulturen, da haben wir ja nicht nur unsere mit unseren 12 Sternzeichen, sondern wir haben jede Menge mehr. Und in dem Programm, die haben sich tatsächlich die Arbeit gemacht und da ganz, ganz viel zusammengetragen. Die waren teilweise in alten Museen, in Büchern und was weiß ich unterwegs. Und haben das ja archiviert. Und dann traf ich, dann habe ich also quasi den Reiter mal geöffnet und dann habe ich mal alle durchgeschaut und mir auch den Himmel dann immer angeschaut. Und dann traf ich auf die Kultur der Nordanden auch unter anderem. Und auf einmal, die haben nur, glaube ich, so drei oder vier Figuren und dann sehe ich diesen Affen. Da dachte ich, Mensch, schalte da mal hin. So sieht der aus. In der grafischen Darstellung der Himmelskulturen. Und da dachte ich so, Mensch, den kennst du doch. weil der sieht ja dem Affen der Nazca-Linien extrem ähnlich. Und dann bin ich in die Legende gegangen. Und da steht also zu jeder Himmelskultur steht auch, was das Tier dann so bedeuten soll und wo sie eigentlich herstammen. Ja, und dann bin ich bei La Mana gelandet in Ecuador. Also die Himmelskultur ist die der Nordanden allgemein und dann ja, die Einheimischen von La Mana, Ecuador wurden also befragt und haben also zumindest drei Sternbilder genannt. Und da war dieser Affe und der ähnelt sich halt. Und aber das jetzt nochmal vorweggenommen, zusammenfassend, das, was wir auf den Nazca-Linien finden, als Orca tatsächlich bezeichnet. Ich glaube, da gibt es sogar zwei Stellen davon, die sich Orca nennen. Dachte ich auch, Mensch, das sieht hier irgendwie so bekannt aus und ja, tatsächlich. Ich habe also parallel dazu auch ganz, ganz viel die sumerische Kultur, die Rollsiegel, die Re Steinreliefs, alles, was da so. Da gibt es eine wunderbare Seite, die nennt sich Mesopotamiangods.com. Da kann man also alle möglichen Steinreliefs, die lassen die Bilder immer so durchlaufen, ne? Oder zu jedem Thema, zu jedem der Götter.
Ich habe mir diese Symbole auch eingeprägt. Ja, und siehe da, der Orca von den Nazca-Linien, das ist tatsächlich, wenn der Gott Enki, der oben normal aussieht, der hat dann ja auch die Arme so nach oben und nach unten, nach vorne weg, und dann ab dem mittleren Teil des Körpers wird er ja zum Fisch. Und der Fisch unten, der Unterteil des Körpers, der geht dann auch so nach rechts weg ungefähr. Und genau diese Abbildung ist tatsächlich der Orca auf den Nazca-Linien. Kann man wirklich sehr gut vergleichen. Ja, und der Kolibri auf den Nazca-Linien, da finden wir drei kleine. Und einen großen. Der große wird als Kondor bezeichnet, ist aber der größte und schönste. Nun ist es ja so, der hat die ausgebreiteten Flügel und dann nach unten halt, dann in der Mitte halt den Körper und nach unten halt den Schwanzteil so weg. Und das sieht ja auch irgendwie so strahlenförmig aus. So, und was den Kopf betrifft, bei den meisten der Kolibris, der ist ja relativ mickrig. Oder zieht so nach oben weg in zwei parallel verlaufenden Strahlen so weg. Und bei dem einen landet er auch an so einer ganz rechteckig geometrischen Struktur. Eigentlich viel zu lang der Schnabel für so ein Kolibri, aber gut. Ja, was ist das? Also parallel, wenn man jetzt nicht ganz so allzu penibel ist, dann kann man auch dieses Zeichen finden in der sumerischen Kultur oder mesopotamischen, babylonischen, wie auch immer. Und zwar, ihr kennt ja wahrscheinlich dieses von dem Zoroastrismus, dieses Hauptzeichen. Die ausgebreiteten Flügel, dann nach unten der Schwanz weg, und dann in der Mitte ist so ein Ring, und da kommt eine Figur raus, auch bis zur Mitte des Körpers, und hält so von sich am Arm so weggestreckt einen Ring. Ja, und das ist das Hauptzeichen, was wir auch in babylonischen Kultur, sumerischen Kultur, es steht immer über allem, egal ob du ein Rollsiegel hast oder sonst was, ausgebreitete Flügel und noch nach unten weg diesen Vogelschwanz. So, also für mich persönlich ist das genau da. Kommen wir mal zurück zu Lamana. Bei Lamana gibt es mehrere Pyramiden oder Tempel, und eine davon heißt Kolibri-Pyramide. Siehe da. Und jetzt ist natürlich so, dass man sagt, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich aus Geopolymeren auch vieles dort gebaut worden. Und dann müsste man sich wieder überlegen, was sind Geopolymere? Das sind also Gesteinsarten, die künstlich zusammengemixt wurden, ne, wie wir heute Zement zusammenmixen. Ja, und da gibt es, ich weiß jetzt nicht, ob es die Kolibri oder die Cueva, nee, Cueva de Yatayos ist ja eine Höhle, aber die ist auch da irgendwo in Ecuador anzusiedeln. Diese Kolibri-Pyramide, genau, die ist noch nicht ganz ausgegraben. Also man hat eine Straße oder einen Weg machen und wollen und dann Sprengung, und auf einmal kam da von dieser Seite dieser Pyramide ist also etwas abgefallen, und dann hat man gesagt, oh, das scheint ja mehr gewesen zu sein als das, was wir hier vermuten. Das Kuriose auch hier, wir haben von der Form her, ähnelt die sehr wahrscheinlich der Snufu-Pyramide in Dashu. Das ist ja die Knickpyramide. Ja? Und bei der Kolibri haben wir außenrum, da haben wir so eine Erdschicht im unteren Bereich von ungefähr 1 Meter. Und dann geht das nach oben speziell dann zu. Und da haben wir auf einmal 7 bis 8 Meter Erdreich. Ja? Und was mir da gestern noch aufgefallen ist, Lamana, die Snofru-Pyramide in Ägypten,
Ich hatte einfach Lamana Pyramide eingegeben. Wo landete ich? Beim polnischsprachigen Lamana Pyramide. Und das ist die Snofru Pyramide. Also muss es da sowohl namenstechnisch als auch formtechnisch wahrscheinlich Übereinstimmungen gegeben haben von der Bauweise her und wahrscheinlich auch die Zeitpunkte, wo man diese Sachen gebaut hat. Und diese Pyramiden, die sollen ja alle miteinander in Verbindung stehen. Wir haben ja gelesen beim Alexander Putney, dass es da also Frequenzbereiche gibt, vor allen Dingen um die große Pyramide, also die Cheops-Pyramide jetzt, ne, von dort ausgehend, dass sich das sozusagen auf der, über die ganze Erde sozusagen in konzentrischen Kreisen verbreitet. Und eine ist die Hauptpyramide, die stoßt aber andere wiederum an, ne, oder regt andere wiederum an, die sich dann auch wieder. Also ich finde das hochspannend und deswegen ist meine Theorie, dass diese Nazca-Linien eventuell so eine Art Quelle waren, auch für Gestein. Also wenn man jetzt mal diese Geopolymere nochmal uns anschauen, aus was bestehen die eigentlich alles, das. Vielleicht hat man da tatsächlich ganz viel Gestein abgebaut, es irgendwo anders hin transportiert. In Malta finden wir übrigens auch, von den Nazca-Linien zu Malta finden wir auch Parallelen. Und dann da sozusagen irgendetwas mitgebaut hat. Ne? Und vielleicht gibt's ja auf der Nazca-Ebene auch verschiedene Materialien. Ne? So, wir sehen ja auch ganz oft Löcher. Also Google Earth, Hut ab, die haben ja jetzt da die Linien nochmal verbessert, also grafisch, dass man die viel besser sehen kann. Wir sehen sowohl auf der Nazca-Ebene diese spitz zulaufenden, keilschriftartigen Formen, wo teilweise Löcher drin sind, aber wir haben auch, und das ist leider auch noch nicht viel erkundet, dieses Band of Holes, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das geht also oberhalb von der Nazca-Ebene geht so ein Band runter und das ist wie so ein, auch wie so eine Schiene begrenzt an beiden Seiten und da sind ganz viele Löcher drin über ganz lange Strecken. Und die finden wir sogar auch auf dem Meeresboden, wenn wir bei Google Earth das Wasser abschalten. So, jetzt habe ich genug geredet und jetzt seid ihr mal dran, was ihr so meint zu den Nazca-Linien. Ja, ich steige da einfach jetzt einmal ganz kurz ein, noch nicht ganz zu tief, aber was mich ein bisschen begeistert jetzt an deiner Herangehensweise ist auch wieder die Verbindung zu den Babyloniern. In Bezug auf das, was du gesagt hast, was die große Pyramide in Gizeh betrifft, die diese stehende Welle erzeugt, das ist tatsächlich so, dass in der Peripherie, in der Ausbreitung dieser Wellen, alle oder sehr viele antike Stätten weltweit berührt werden und genau auf einer speziellen Distanz zu dieser Pyramide liegen. Was ich zusätzlich sehr interessant finde, in Kombination mit der Sonnenpyramide in Visoko in Bosnien, ist der Punkt, dass die Pyramide in Bosnien von der Geometrie her, also von den Längenmaßen, 400 Meter Basislänge, 200 Meter Höhe, also 220 Meter, 440 Meter Basislänge, 220 Meter Höhe und immer die Distanz zu anderen Bauwerken ein Vielfaches von die 220 Basislänge. Die 220 Meter entsprechen der Sinuswelle von dem Ton unseres Herzschlags, also des menschlichen Herzens, im Ruhezustand. Und bei der Pyramide in Gizeh ist so, dass die Frequenz unserem Herzschlag entspricht, also die Wellenlänge unserem Herzschlag entspricht im aktiven Zustand. Das ist für mich schon mal auch so ein Punkt, den finde ich extrem interessant. Und diese stehende Welle verbindet tatsächlich aus meiner Sicht die allermeisten uns heute bekannten antiken Stätten weltweit. Ich würde trotzdem sagen,
jetzt in dem Moment mal horchen, was der Werner vielleicht dazu sagen möchte oder der Octavian, bevor ich ein weiteres Feld der Möglichkeiten in Bezug auf die Nazca-Linien eröffne. Da möchte ich ein bisschen später einsteigen, dass wir jetzt doch ein bisschen bei dem Bild bleiben, das die Elli da vorgemalt hat, das mir sehr gut gefällt. Es ist für mich ja wieder mal so, dass ich ziemlich sicher bin für mich selbst, dass diese Petroglyphen abends überdimensional sind und die Linien und diese Darstellungen, die man da drüben finden kann, mehrere Bedeutungen haben. Also das ist, wir werden da auch wieder nicht eine Einzelantwort finden, die sagt, okay, das war nur das. Deswegen möchte ich mein Input ein bisschen später machen und vorher Octavian und den Werner die Gelegenheit geben, da auch mal ihren Geist auszuschütten. Also irgendwann, als ich jung war, habe ich mir die Sachen von Erich durchgelesen. Das ist das eine. Und heute Morgen habe ich noch mal gegoogelt, was mir jetzt dort aufgefallen ist. Man spricht immer von Linien und den Figuren der Tiere. Es gibt aber auch Menschensilhouetten, die dort reingraviert sind, sage ich mal, im Nazca. Das habe ich heute gelesen, war mir gar nicht so bewusst. Das ist das eine. Dann zu dem, was Eli sagte, dass da jetzt Gestein abgebaut sein könnte und irgendwo dann daraus was gebaut worden sein könnte. Und dann frage ich mich mal, wenn jetzt der Steinabbau das Hauptmotiv gewesen sein sollte, warum macht man sich die Mühe und holt den Stein so raus, dass da Figuren stehen? Es gibt einfachere Möglichkeiten. Und das andere ist, man hat so viele Theorien zu diesen Nazca-Linien, dass man sie von großer Höhe erkennen kann und so weiter und so fort. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, um, wie soll ich sagen, ich sehe den Sinn nicht so wirklich, damit man das irgendjemand von oben erkennen kann. Weil ich denke mal, wenn es wirklich jemand geben sollte, der für den das jetzt gebaut ist, der von oben darauf gucken könnte, irgendwann oder geguckt hatte, dass sie so eine Technik gehabt haben können, dass denen das eigentlich nicht notwendig war, zu zeigen. Also da gehe ich nicht so ganz mit. Weil man hat schon Versuche gemacht, jetzt schweife ich ein bisschen weiter weg, dass man jetzt Atome zerlegen kann und irgendwo anders wieder zusammensetzen kann. Also sowas wie Beamen. Ja, da brauche ich jetzt, man sagte, dass diese Linien für die UFOs jetzt als Wegweiser sein sollten. Ich meine, wenn es eine entwickelte Zivilisation gibt, warum soll sie nicht sich schon jetzt beamen können? Und das wäre dann für die unnütz, diese Figuren von oben zu sehen. Und die Leute, die sie gemacht haben, die konnten sie eh nicht sehen, außer sie sind irgendwie in die Luft gestiegen, um die sehen zu können. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, vielleicht darf ich hier gerade mal Ja, klar. mal reingehen. Ich könnte jetzt mindestens genauso lange wie die Elli hier referieren, denn das sind eine ganze Menge Themen, die jetzt gleichzeitig angesprochen worden. Aber ich will mal versuchen, das ein bisschen systematisch aus meiner Sicht abzuarbeiten. Also zunächst mal Octavian und Elli, hier gebe ich Octavian auch recht, was den Steinabbau betrifft. Aber nicht nur aus der, ich sag mal, logistischen Sicht und Sicht des Sinnes, sondern man darf halt einfach auch nicht außer Acht lassen die Gegebenheiten, die Fakten, die vorliegen. Wir haben zum einen die Figuren. Über den Sinn der Figuren, da kann man natürlich philosophieren und da kann man also lange rätseln und überlegen, und es wurde auch schon gemacht. Es gibt etliche Bücher darüber, unter anderem eines von Erich von Däniken, speziell über die Nazca-Linien, was aber auch schon durch seine eigene oder die von ihm unterstützte Arbeit in Teilen schon wieder überholt ist, denn man hat hier technische Forschungen vorgenommen. Auch andere Leute haben das gemacht. Und was man nicht außer Acht lassen darf, das ist, dass diese Linien zum großen Teil eine reine Oberflächenbearbeitung sind.
Das heißt, da wurde kein Stein weggenommen, sondern da wurden, das sind Scharzeichnungen und da wurde mit Gegebenheit, mit Sand gearbeitet. Ich bin kein Nazca-Spezialist, aber ich weiß, dass all diese Dinge, diese Fakten dagegen sprechen, dass hier Stein abgebaut wurde. Man könnte das vielleicht noch an einer Stelle, oder es gibt sogar mehrere dieser Stellen, da könnte man vielleicht darüber nachdenken, nämlich dort, wo eine ganze Berggruppe abgetragen wurde und abgeflacht wurde, sodass die wie eine Plattform, wie eine Landebahn geschaffen wurden. Deshalb kommt ja auch immer wieder diese Idee auf Landebahnen für die Götter, Landebahnen für UFOs und so weiter, was man aber auch nicht so einfach daraus ableiten kann. Das ist klar. Denn das sind ja noch ganz andere Fakten. Ist dieser Berg, der abgetragen wurde zu einer Oberfläche, also zu einer glatten Oberfläche, sage ich mal, und den kreuzen aber wiederum andere Linien. Also das ist ein geometrisches Muster. Dann wurden Linien erzeugt, die diese Oberfläche kreuzen und queren in verschiedenen Winkeln. Und das alles spricht also aus meiner Sicht absolut gegen einen Steinabbau. Gut, Malta können wir vielleicht nachher nochmal näher drüber eingehen, drauf eingehen. Malta ist natürlich eher mein Gebiet, weil ich mich da schon näher damit beschäftigt habe, intensiver auch selbst dort war. Und da haben wir ganz andere Gegebenheiten, denn da haben wir wirklich mit Maschinen gefräste Rillen, was inzwischen nachgewiesen wurde. Die wurden also mit Rillen in den Stein gefräst und da kann man also von einem Stein Abbau schon eher eingehen. Aber der andere Punkt zu Nazca, das sind ja die Figuren. Und das ist für mich also auch immer noch ein riesengroßes Rätsel. Sollte man die von der Luft aus sehen? Octavian, du hast eben hierzu deine Überlegungen uns ja auch mitgeteilt. Ist es sinnvoll, Figuren anzulegen, die man aus sehr großer Höhe nur erkennen kann? Für mich ist es eigentlich der einzige Grund für die Figuren, der einzige Grund, die anzulegen, dass man sie aus großer Höhe erkennt. Also da folge ich auch den Ideen und den ursprünglichen Theorien von Erich von Däniken. Werner. Aber ich bin natürlich auch offen immer offen anderen gegenüber. Es gibt hier übrigens auch ein Buch über den Stand der Forschung zu Nazca. Das ist ein kleines Taschenbuch herausgegeben von der AAS, also von der Forschungsgesellschaft, von der Erich von Däniken ja der Kopf ist. Und es ist von Lars Fischinger. Der hat sich da die Mühe gemacht, mal den ganzen Stand der Forschung zu erfassen. Auch sehr interessant. Und dann der dritte ganz große Punkt, der jetzt schon angesprochen wurde. Ich kann jetzt auch alles nur etwa anreißen, sonst wäre das ein Vortrag. Also der ganz große Punkt sind natürlich die energetischen Zusammenhänge. Und ja, da kommst du natürlich bei mir wirklich zu dem oder zu einem Mann, der das gerade erkundet, erfasst. Die Cheops-Pyramide ist natürlich, das wäre für uns ein Ziel, das ist das Traumziel überhaupt für unsere Messungen im elektromagnetischen Bereich, aber auch im energetischen, physikalischen Bereich auf anderen Ebenen. Und ich glaube also auch, dass hier ein Zusammenhang auf jeden Fall weltweit auch besteht, auch mit Erdenergien, wo auch immer die herkommen, wo sie entstehen. Das können wir noch gar nicht so richtig festmachen, wo die herkommen. Aber dass hier auch die Nazca-Ebene ein Zusammenhang mit diesen Energien spielt, das steht für mich außer Zweifel. Also auch das wäre nochmal ein lohnendes Ziel für uns, vor Ort zu forschen, zu messen. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Leben noch alles schaffen. Es gibt so viele Ziele noch. Aber es gibt ja auch noch andere
Forscher, die sich damit beschäftigen. Ich hoffe also auch da auf weitere Erkenntnisse in absehbarer Zeit. Ja, Ich guck habe. mal, ganz, ganz kurz noch. Ich habe hier jetzt nochmal diese schwarze Pyramide eingeblendet, die im Dunkeln leuchtet. Lamana, allein der Name schon zum Beispiel, vom Affen ausgehend. Es gibt ja viele Figuren, inklusive Kolibri, auch der Affe, die haben Hände. Ne? Wenn man ganz genau ist, immer so dreifingerige oder vierfingerige Hände. Lamana heißt die helfende Hand, der Ort, oder eben auch die Quelle. Finde ich, also ganz, ganz wichtig und bezogen auf diese Punkte, was du eben sagtest, Werner, Lamana ist einer oder Ecuador, Entschuldigung, allgemein, ist einer dieser zentralen Resonanzpunkte auf der Erde. Also, vom Gestein her, von allem Möglichen her, was es dort gibt, sieht es tatsächlich so aus, als wenn dort ein Ursprung zu finden wäre. Auch in Ecuador haben wir was ich vorhin schon sagte, diese Cueva de las Tayos oder wie die heißt, diese Höhle. Da hat der Herr von Däniken auch schon mal drüber berichtet. Wir stoßen also immer wieder auf gewisse Symboliken und Zeichen, wie auch hier bei dieser Pyramide. Die ist aber, glaube ich, nur 25 oder 27 Zentimeter hoch. Die tatsächlich, ja, die kennen wir, diese Zeichen. Die haben wir irgendwie in uns integriert. Ne? Diese Pyramidenform, die kennen wir zum Beispiel vom Dollarzeichen, Dollarschein, ein Dollarschein. Da ist sie abgebildet, ne? Falls ihr wisst. Also ich habe zwei Dollarscheine hier. Kann man dort sehen. Und die Pyramide mit dem Auge oben drin, also die kennen wir ja alle, die wurde da gefunden. Also das müssen ja so grundlegende Sachen sein. Und vielleicht ist ja bei den Nazca-Linien auch nicht unbedingt alles in einer Epoche entstanden. Vielleicht ist das ja, was weiß ich, das eine 30.000 vor und das nächste 20.000 vor gemacht worden. Aber wie machen wir denn das, wenn wir irgendwo in ein Land gehen und das erobern? Wir hauen unseren Stempel da drauf. So, das ist unser Bumm. Ne? Oder wir machen eine Fahne. Wir stecken das Gebiet ab, sozusagen. Ne? Und sagen so, das ist jetzt hier unser Bereich. Und so könnte, weil ich sehe das auch so, dass bei den Nazca-Linien vieles sich auch überlagert teilweise. Ne? Und man denkt, ach, das muss älter sein und dann kommt wieder eine Linie oder ein reliefartiges, was man denkt, das muss jetzt jüngeren Datums sein. Also ich denke auch nicht nur, dass das jetzt nur auf Länder hinweist, sondern vielleicht auch also vielleicht sogar Stadtpläne, Lagepläne, Verhältnismäßigkeiten anzeigt und so weiter und so fort. Und wenn wir dann noch diese alte Keilschrift dazu nehmen. Ja, wie viele Keile, ganz spitz zulaufende Keile sehen wir denn auf der Nazca-Linie? Sind ja auch sehr, sehr viele. Also da sind meiner Meinung nach, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen drin, die es zu ergründen gilt, solange wir es noch können. Also eine Überlagerung ist auf jeden Fall, finde ich, auch zu erkennen. Und du hast völlig recht, die Linien sind ja nicht innerhalb von 4 Wochen entstanden und ich glaube auch nicht innerhalb eines Jahres und haben eventuell ja auch unterschiedlichen Zweck, sodass man also ein ursprüngliches Muster eventuell auch später mit einem anderen Muster überlagert hat, weil sich der Zweck verändert hat. Und zu deinen ersten Einführungen, das ist also auch für mich unzweifelhaft, dass Energie und Geometrie in einem ganz engen Zusammenhang stehen. Auch hier haben wir schon Erfahrungen und Untersuchungen auch vorgenommen. Und die alten Kulturen, die sind hier ganz anders mit Geometrie umgegangen. Ich denke, die kannten den Zusammenhang oder die Zusammenhänge. Und das betrifft nicht nur die Pyramide, sondern es betrifft die Vielecke. Es betrifft also dreidimensionale Muster, einen Zusammenhang mit Energien.
Und auch der Einfluss von geometrischen Mustern auf Energien, der steht für mich 100% fest. Ja, Ja, definitiv. Octavian, du wolltest gerade noch Ja, was ich sagen. wollte was Wollte sagen. gerade sagen, der Octavian darf jetzt mal seine Frage oder seinen Einwurf anbringen. Ne, warte, warte, warte. Ich habe ja, wie gesagt, also es ist, wenn man jetzt von den Zeiträumen jetzt wegkommt, wie alt die Zeichen sind. Also es ist nachgewiesen, zumindest von Archäologen, dass sie nicht in einem Zeitraum entstanden sind, sondern nach und nach. Also in einem Zeitraum, der halt erstmal nicht ganz begrenzt ist. Ne? Also die wurden nicht auf einmal erschaffen, sondern nach und nach. Die gehen von 2400 Jahren und sollte so sein, dass man dort den, was steht da gerade jetzt, die dunkleren Steine einfach von der Oberfläche abgekratzt hatte. Und dann, also weil es wohl die Oberfläche dunkel ist und ziemlich lose. Wenn man jetzt die losen Steine abmacht, war ziemlich einfach, diese Zeichen zu erstellen. Die wurden dann wohl gepflegt und das war sowas wie ein Kathedralenbau. Also alle haben sich darum gekümmert. Das sind die Archäologen, die das sagen. Also das stimme schon mal, dass die nicht auf einmal, sondern halt auf mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte erstellt worden sind. Das ist das eine. Das andere ist, wo ich zu Werner noch mal was sagen möchte, ist, wenn die jetzt wirklich von oben sichtbar sein sollten für irgendjemanden. Also mit den Linien, die irgendwo hindeuten, dass man da hinfliegen konnte, gehe ich mit. Aber diese Tierfiguren, was sollen die denn ausdrücken? Was habe ich davon, dass ich einen Affen sehe von oben? Was soll mir der Affe sagen? Zeig mir irgendwo hin, wo ich fliegen soll. Sagt er mir irgendwie, da ist irgendwas, eine Siedlung, die ich besuchen kann? Ja, ich weiß, Das, was du was ich meinst. meine. Vielleicht sollten wir. Darf ich hier ganz kurz was dazu sagen in Bezug auf die Tierdarstellungen? Es könnte Ja. sein, dass diese Darstellungen ein Hinweis eben sind, genau auf diese unterschiedlichen Epochen, unter denen gewisse Sternkonstellationen die Regentschaft hatten, mehr oder weniger. Wir kennen das ja zum Beispiel in Bezug auf die Pyramiden in Gizeh und dem Sternbild Orion. Und bei meiner Forschung hat sie irgendwie herausgestellt, dass das Gebiet Blöckenstein, Dreisesselberg, wo ich alte Steinstrukturen gefunden habe, wo ich schon sogar mir gesagt habe, ich halte das für Reste alter Pyramiden, die aber nach dem Sternbild Stier ausgerichtet sind. Und auch das wieder ein Hinweis darauf sein kann, dass dies eine andere Epoche bedeutet, ein anderes Zeitalter. Das wäre in Bezug auf die Tierdarstellungen für mich ein möglicher Ansatzpunkt. Und ja, wir haben eben dort in Nazca das Phänomen dieser Tierdarstellungen, die zum Teil ja ein bisschen abstrakt wirken und mit gewisser künstlerischen Freiheit angelegt wurden. Alle Darstellungen, egal ob das jetzt die tierischen oder die menschlichen sind. Was ich gerne dazu sagen möchte zu den geraden Linien. Ich habe vor einigen Jahren Kontakt bekommen zu einem interessanten Forscher, das ist der J.D. Jeffrey, der einen ganz anderen Ansatz verfolgt hat mit Decoding dieser Nazca-Linien. Ich habe jetzt bei uns im WhatsApp-Chat, habe ich euch das mal geteilt. Wir werden nachher vielleicht schauen, dass wir und das Video verlinken. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der nennt sich Ancient Agenda. Und ich habe das damals schon sehr, sehr interessant gefunden, die Arbeit von JD, weil er zumindest auf seine Art und Weise quasi nachweisen kann, dass die geraden Linien, die geometrischen Strukturen sehr passend sind als eine Blaupause, wie man das Pyramidensystem in Gizeh baut. Ich kann das nicht so erklären wie er. Ich habe ihm eine Zeit lang zugehört, ich habe einige Videos angesehen. Also wer mehr darüber wissen möchte, wie der JD das sieht, in Bezug jetzt auf wirklich nur die geometrischen geraden Linien, nicht jetzt in erster Linie die Tierdarstellungen, das hat mich schon eine Zeit lang sehr, sehr beschäftigt, weil das anscheinend zusammenpasst wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Und deswegen habe ich nach wie vor für mich die Annahme, dass wir da natürlich auch wieder mit mehreren
Gegebenheiten uns auseinandersetzen müssen. Die Dinge haben mehr Bedeutungen, genauso wie eine Pyramide mehrere Funktionen hat, aus meiner Sicht. Ich Du, habe das habe das. ich, das habe ich Aber auch schon ich habe. festgestellt. Und zwar bei einer relativ großen Abbildung von den geraden Linien. Da bin ich mal nachgezeichnet, habe ich nachgezeichnet. Und dann finde ich in der Mitte tatsächlich genau auch die Königskammer. Ne? Es ist aber jetzt nicht der ganze Bereich, sondern es ist eine Teilabbildung. Ja, Ja, wenn ich da die Linie gerade nachgehe. es ist wirklich notwendig, wenn man die Arbeit vom JD besser verstehen will, dass man wirklich mal in die Videos hineinschaut. Er hat eine Website, wo das auch nochmal schriftlich genau dargelegt wird. Das ist halt sehr, sehr, sehr komplex und man muss das mal in Ruhe studieren, damit man wirklich selbst zumindest die Möglichkeit dahinter erkennt, dass das schon eine Richtigkeit haben könnte. Also auch diese unterschiedlichen, also die Überlappungen mehr oder weniger. Er hat das sehr, sehr gut grafisch dargestellt, dass das einfach unterschiedliche Linien in Bezug auf die Blaupause darstellt und manche dieser Anordnungen einfach auch als Maßstab dienen, damit man es berechnen kann, wie groß im Verhältnis dann, sage ich mal, das Bauwerk Cheops-Pyramide dann zu bauen wäre. Zusätzlich dazu natürlich die Örtlichkeit, wo das alles gebaut wurde oder werden sollte. Und dahingehend eben auch die energetischen Punkte, die wir ja auf jedem Kontinent finden, die eben wieder quasi so ein Zentralpunkt sind in diesem Gebiet. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wird bei unserem Podcast-Marathon ein guter Freund von mir das erste Mal jetzt wirklich seit knapp 30 Jahren Forschung seine Dinge beginnen zu publizieren. Und zwar sind das antike Energielinien von Zeiten vor den letzten Polsprüngen zum Teil. Also er geht sogar mehrere Zeitalter zurück in der Forschung, die er betreibt. Und er hat unglaubliche Dinge gefunden. Ich habe einige Gespräche geführt mit ihm. Er war als Location Scout unterwegs für, ich glaube, so eine Outdoor-Equipment-Firma, irgendwo im Outback in Alaska, wo eigentlich sonst niemand hinkommt. Und er hat dort Pyramidenkomplexe entdeckt, die große Ähnlichkeit haben zu dem, was wir kennen aus Ägypten. Und zum Teil wurden Artefakte gefunden, die auf der einen Seite der minoischen Kultur zuzurechnen sind. Das war eher in Idaho in Amerika. Und eben in Alaska draußen hat er Statuetten gefunden mit ägyptischen Darstellungen. Und das ist für mich eben einer der Gründe, warum ich mich riesig freue auf die Session mit, endlich bringe ich diese Leute alle an einen Tisch, zumindest schön langsam, damit jeder seine Idee zu diesen Dingen einfach auf den Tisch legen kann und wir das hoffentlich in Zukunft mehr und mehr gemeinsam einmal unter uns Forschern, diskutieren können. Es wird so weitergehen. Es ist extrem spannend und wir kommen wirklich Stück für Stück auf mehr Dinge drauf. Und die Nazca-Linien sind Ja, ja eins der gibt's. Phänomene, die wahrscheinlich noch nicht so schnell komplett gelöst sein werden. Ich gehe Octavian. von aus, dass es zu den Nazca-Linien keine absolute Datierung gibt, wie alt die Teile sind, oder? Oder gibt es da irgendwo eine Datierung? Also nicht die Also, offizielle der Archäologen, weil die habe ich gerade vor meinen Augen. Da wollte ich na, gleich was dazu ich sagen. kann, ich weiß da auch nichts, auch nicht aus der Forschung vom JD zum Beispiel, weil er eben auch auf diese Dinge nicht direkt eingeht. Das Interessante ist, in Bezug auf das, was die Elle zu Beginn gesagt hat, die Verbindungen zu der babylonischen Kultur, das wird jeder, der beim JD oder bei Ancient Agenda im YouTube-Kanal hineinschaut, sofort merken, dass der JD die gleichen Verbindungen zieht. Und das ist für Okay. mich einfach auch schon interessant genug. Das eine ist Südamerika und eben auch mit Darstellungen, die nur aus der Luft in Wirklichkeit einen Sinn machen. Warte mal kurz, dazu wollte ich ja kommen, weil in dem Artikel, den ich heute gelesen habe, der ist von 2011, ist die letzten Sätze finde ich interessant. Also die sagen, dass die Nazca-Kultur die meisten von diesen Bildern erschaffen hatte und davor gab es eine Paracas-Kultur, die auch mindestens 75 Glyphen gemacht hat. Und das Interessante sind,
ist, diese Glyphen der Paracas-Kultur, die sind nicht oben drauf, sondern die sind an den Hängen, also am Backhängen, sodass sie nicht von oben einsehbar waren, sondern von der Ebene zu sehen gewesen sind. Das sollen die älteren Darstellungen sein, laut offiziellen Archäologen. Ja, da finde ich auch immer mehr, ne? Nochmal kurz zum Affen. Bei dem fällt ja auf, er hat so ein, sein Schwänzchen ist so ein bisschen nach innen gewirbelt, ne? Wie eine Spirale. Von Ja. diesen Spiralen habe ich persönlich, habe ich jetzt schon 16 Stück verteilt Okay. gefunden, selber auf der Nazca-Ebene. Die sind auch nicht immer an irgendwelche Tiere gebunden. Hier beim Affen würde ich sogar sagen, der Affe stellt tatsächlich die Landschaftsform auch in Ecuador dar. Ist zwar schwierig nachzuvollziehen, gerade bei Google Earth, da wird es ganz, ganz schwierig, weil da immer so verschwommene Sachen sind. Und dann habe ich mal bei OpenStreetMaps geguckt. Und juhu, die haben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn man sich dann die Topografiekarte dort einstellt, dann kann man tatsächlich auch etwas erkennen. Vor allen Dingen die Handform. Aber nochmal kurz zurück zu diesen Wirbeln. Der Herr Putney sagt ja, dass vieles auf unserer Erde aus Geopolymeren, also aus zusammengesetzten Gesteinsarten besteht. Und dass man die auch rühren müsste, ne? Um damit die dann auch vermischt werden. Ja, vielleicht sind ja diese Wirbel auch sozusagen ein Hinweis drauf. Also hier, entweder hier wurde gerührt oder ihr müsst das, was wir hier wegnehmen, müsst ihr mit dem anderen Zeug verrühren. Ne? Also ich glaube, dass da unheimlich viel an Wissen auch drin steckt, in verschiedene Richtungen gesehen in diesen Nazca-Linien. Ja? Und auch halt verschiedene, und was du eben auch sagtest, an den Hängen, ja, da habe ich auch ganz viele Sachen entdeckt. Zum anderen auch zum Beispiel, das wird bei Google Earth als Astronauta bezeichnet. Na? Wenn man da mal den Kopf, wenn man sich dann mal den Kopf von diesem Astronauten anguckt, dann sieht man das als Icon vom Discord wieder. Ne? Das sieht genauso aus. Also Symbolik, würde ich sagen, verliert sich nicht. Auch nicht über die Jahrtausende. Irgendwie eine Grundgeschichte haben wir da drin. Und da müssen wir, wie gesagt, nicht ganz so penibel sein. Und dann finden wir auch die Ich finde Parallelen den wieder. Affen sowieso spannend auf diesem Bild jetzt, weil ist eine Sache, das mich so ein bisschen stört, weil wenn du genau guckst, hat er zwei Ruten oder zwei Schwänze. Einmal das Gekringelte und einmal etwas, was nach unten geht. Außer er hat Ja, der geht sich nach gerade gerade erleichtert. nach unten. Ja, also wie gesagt, die Topografiekarten, ich habe auch gestern noch auf meinem Buchserver geschaut. Und gerade von Lamana und der ganzen Umgebung, da gibt es eine Abhandlung, als wenn du, ich weiß nicht was, also die haben da alles untersucht, das gibt es ja noch nicht so ganz lange offiziell, dieses Gebiet dort. War zwar schon besiedelt, ja. Aber dass man da eine, wie nennt man das da? Auch Kanton, Kantone. Koto, ich komme jetzt gerade nicht drauf, nennt sie der. Und dann eine Riesenabhandlung von wie viel Wasser gibt es wo? Wer lernt was? Welcher Bürger sitzt wo? Also das, und die habe ich noch nie irgendwo anders gesehen, als wenn man dieses ganze Gebiet so wirklich statistisch auch erfasst und man findet halt auch Karten. Die halt bezogen auf irgendwelche Verhältnismäßigkeiten dort abgebildet sind. Und ja, Wasser ist natürlich auch immer, immer das Allerwichtigste. Und gerade in der Region soll es das allergesündeste Heilwasser auf dieser Erde geben. Auch sehr spannend, ja. Das ist auch ganz wichtig. Teilweise ist vielleicht auch verzeichnet, wo finde ich welches Wasser, was fließt wo lang, ne? Und so weiter. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Wasser ist ganz wichtig für den Menschen. Ja, und das ist in Bezug zu vielen Sparten unserer Forschung immer wieder wichtig. Das ist vom energetischen Standpunkt her genauso wie andere Verbindungen, die durch Wasser gemacht werden. Ich meine, Wasser kannst du informieren und so. Es gibt ja natürlich auch die Ideen, dass Pyramidenanlagen so wie die in Gizeh
auch so quasi Wasserverdunstungsanlagen waren. Da hat der Erwin Waldhauser das mehr oder weniger mal zum, für mich sehr gut bewiesen in dem Modell, das er gebaut hat, dass die, das Innenleben der Cheops-Pyramide auch funktionieren könnte als eine Wasserpumpanlage. Und dann lasse ich an alle vier Seiten der Pyramide das Wasser hinunterrinnen zum Verdunsten. Und auch die Darstellungen in Ägypten legen eigentlich nahe, dass zu der Zeit, wo dieses Gebiet bewohnt war, dort sehr üppige Vegetation geherrscht hat, zum Teil mit Pflanzen, die man halt eigentlich nirgendwo mehr findet. Diese Dinge haben sich auch verändert, weil das Wasser wegging oder weggenommen wurde. Das sind immer wieder Punkte für mich, wo ich nicht ganz genau sagen kann, wer hat da mitgemischt. Wir haben auch dahingehend unterschiedlichste Legenden, was nicht alles passiert ist, bei vor allem der letzten großen Katastrophe, die wir kennen, immer als Atlantis-Untergang oder Sintflut. Und zum Teil mache ich mir in letzter Zeit immer wieder mal Gedanken darüber, ob dieses Ereignis vielleicht doch nicht ganz so lang her ist, dass wir da eher nachdenken müssen über nur ein paar tausend Jahre und nicht jenseits der 12.000. Diese Idee habe ich bei meiner Forschung im Mühlviertel relativ lang schon, weil diese gesamten zerstörten Strukturen, die wir bei uns finden, sind ja mit einer gewissen Erd- und Humusschicht bedeckt, die aber für mich jetzt nicht überall darauf hindeutet, dass das seit 12.000 Jahren oder länger da in Schutt und Asche liegt. Manche dieser Strukturen da draußen schauen für mich aus, wie wenn es vielleicht vor 300 Jahren gesprengt worden sind. Das ist nach wie vor ganz, ganz schwierig in Bezug auf zeitliche Datierungen. Ist mir dann eigentlich sehr egal, ob das eine offizielle Datierung ist oder ob das aus der, sage ich mal, Alternativszene kommt, weil wir für viele dieser Dinge einfach keine Anhaltspunkte haben. Stein selbst zu datieren und mein Nazca ist hochinteressant, dass diese Linien einfach auch im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer sichtbar bleiben. Es muss energetische Gründe haben, warum da nicht irgendwelche Sandstürme gewisse Linien im Lauf der Zeit verwischen, warum das nicht überwachsen wird und. Wir haben einige Dinge schon gefunden bei uns, die hochinteressant sind. Das sind zum Teil auch eben so Symbole draufgemalt, wie die hier auch sichtbare eigentliche Doppelspirale. Und du schaust dann diesen Stein an und der ganze Stein ist voll Moos, nur auf der Spirale wächst nichts. Und es gibt andere Symboliken oder Felsritzungen, wo man das feststellen kann, dass eigentlich ist alles vom Moos überwuchert, nur dort, wo diese Symbole angebracht sind, ist irgendwie kein Moos oder Flechtenbewuchs. Also wir haben auch auf dem energetischen Level noch ganz, ganz, ganz viele Dinge zu lernen und herauszufinden, warum ist es so? Und ich habe ganz oft für mich einfach da auch den energetischen Zugang, wenn ich solche Darstellungen sehe wie die Spirale, weil die jetzt sonst nicht gleich direkt einen Sinn für mich ergibt. Nur Weißt auch du, was im ganz ja, witzig, doch. was ganz witzig ist? Ich bin das auch mal nachgegangen. Du kannst diese Figuren in einem Strich durchzeichnen. Du setzt irgendwo an, ne? Vielleicht jetzt auch in der Mitte der Spirale und kannst wirklich ohne abzusetzen, hast du dann irgendwann diese Figur fertig. Die können auch, was mir vorhin noch einfiel, es können auch Strukturresonanzen sein. Und zwar so eine Art Destination. Da will ich jetzt hin. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, aus dem Weltall komme, würde, dann müsste ich ja irgendwie, wie wir das beim Auto auch machen, im Navi eine Destination eingeben. Ja? So, und wenn man jetzt sagt, okay, die Struktur kenne ich, da ist was, eingeben. So, wupp, bin ich da. Und vielleicht funktioniert das auch mit Punkten auf der Erde so. Also die Strukturresonanzen, die hat ja der Herr Illobrand von Ludwiger, der hat uns ja versucht, das beizubringen, wie das funktioniert. Ich stell mir das so vor wie so ein Memory-Spiel. Karte aufklappen, aha, okay, merken. Und dann, was passt dazu? Ne? Und eventuell ist auch das damit verbunden bei den Nazca-Linien. Ich finde, leider da auf diesem Bild mit dem Affen, das trotzdem sehr bemerkenswert. Wie vorher schon gesagt, aber eigentlich ist ja der Affe selbst ist irgendwie ein wenig so ein Picasso-Verschnitt, abstrakte Kunst.
Und daneben hast du die sehr peinlich genauen geometrischen Zeichen. Alleine das sieht für mich aus, als wie wenn das eine hat ein Kind gemeint über die Planzeichnung von einem Erwachsenen, oder blöd gesagt, weil das ist ja jetzt, ja, es schaut sehr freihand gezeichnet aus. Wenn man sich natürlich dann wieder die tatsächliche Größe vor Augen ruft, dann ist wieder so, okay. Ich meine, wie machst du das? So wie die Elli sagt, du kannst die Linie in einem Ding durchziehen. Wie baue ich das dann? Das ist ja für mich wieder die nächste Frage. Wie lege ich diese Linien an? Wenn ich jetzt nur von uns aus denke und wieder sage, okay, wir sind nur am Boden unterwegs. Eigentlich aus meiner Sicht unmöglich. Wenn ich nicht irgendwie die Möglichkeit habe, von oben da drauf zu sehen. Ich würde sagen, Ja, okay, oder? es geht, nur ganz kurz zu werden, es geht vielleicht auf der Mentalebene. Weißt du, so mit Astralprojektion oder so, dass ich mit meinem geistigen Auge von oben drauf schaue. Das ist eine Möglichkeit für mich. Aber sonst nur am Boden herumlaufend sind für mich viele dieser Strukturen einfach nicht machbar. Auch nicht in der Genauigkeit, wie dann eben speziell die geometrischen Linien. Weil das habe ich gesehen in der Arbeit vom JD. Also das ist dann schon zum Teil sehr schlüssig, wie lang sind manche Linien, welche Winkel haben wir da, was haben wir für Winkelfunktionen. Wir sind wieder bei der Zahlenreihe 369 oder es ist nicht von ungefähr. Das ist nicht einfach nur, wer Lust gehabt hat, da schnell einen Affen mit einem Kringelschwänzchen hinzumalen. Und ja, es ist tatsächlich so, ich würde auch der Elli da beipflichten und sagen, ja, natürlich, mehr oder weniger Wegweiser. Und dann, wenn du ein paar Mal drüber geflogen bist, dann weißt du das ja schon. Aber ja, in Bezug auf die Landebahn, die wir vorher schon angeschnitten haben, ist ja auch wieder so. Auf der einen Seite reden wir von UFOs, die eigentlich mit Antigravitationsantrieben da Richtungswechsel machen können, wie verrückt. Die brauchen keine Landebahn. Die sind wie Senkrechtstarter. Der braucht keine ausgearbeitete Landebahn in dem Sinn, Ganz wie wir. genau. Das ist einfach. Ja, es sind alles nette Ideen irgendwo, nur manches ist für mich da noch nicht wirklich greifbar oder schlüssig. Deswegen Ja, das sagte ich stimmt. das ja, dass unsere Wissenschaft schon so weit ist. Glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gab es ja den Versuch, dass man wirklich etwas zumindest wegbeamen konnte. Also man hat etwas aus Atomen zerlegt und wieder zusammengesetzt. Das, was man von Star Trek kennt. Und wenn wir schon so weit sind, dann geht es schnell, dass man es kann. Und ich meine, wenn irgendjemand schon solche Gefährte bauen kann, wie UFOs, die, ne, so wie du gerade sagtest, warum sind sie nicht weiter, wo sie gar nicht sowas brauchen, um von A nach B zu kommen? Ja, und ich würde ja dann eben auch wieder Wenn du fliegst, sagen, hast du immer die Gefahr, dass irgendwas passiert. ja, und wenn ich die Fähigkeit habe, so Und wenn du nicht hochtechnologische beamen Dinge kannst, zu dann bist bauen, du. dann bin ich ja wieder dabei. Wieso zeichnen die dann so einen, sage ich mal, kindischen, Richtig. verzitterten Affen auf ein Gebiet, wo hochgeometrische Strukturen, die wirklich mathematisch einen Sinn ergeben. Also wirklich, ich lege das nach wie vor jedem ans Herzen. Schaut mal in die Arbeit vom JD. Da muss man ein bisschen, eine Lust muss man haben an Geometrie und Mathematik, aber für mich ist das ein fantastischer Zugang. Und das ist zum Teil so exakt, dass ich auch vielleicht versucht bin zu denken, okay, diese Darstellung der Tiere sind aus einer anderen Epoche. Und dann muss man sich wieder ganz genau anschauen, welche Linien gehen über oder unter die anderen. Es ist ja in Wirklichkeit ein komplett irres Phänomen, die ganze Story mit Nazca. Ja, wir müssen also auch verschiedene Dinge müssen wir wirklich beachten und auch, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Zum einen die Symbolik. Die Symbolik finde ich also sehr wichtig schon bei den Dingen. Gute Idee, den Schwanz und das Rührwerk ist natürlich auch interessant. Interessanter Ansatz. Aber denkt auch daran, dass diese Spiralen, diese kon oder konzentrischen Kreise stehen in ganz vielen Kulturen grundsätzlich für Genau. Energie. Das ist Genau. also wirklich Tatsache. Und vielleicht kann man auch so weit gehen und kann überlegen, vielleicht spielt bei dem ganzen Affen nur der Schwanz eine Rolle. Nur dieser gekringelte Schwanz.
Das ist die Symbolik für Energie und man hat einfach mit Affen da dran gehängt. Wobei, wie Elli schon sagte, diese Figuren, die man in einem durchgezogenen Strich zeichnen kann, das steht auch für Energie. Dass nämlich der Fluss nicht unterbrochen ist. Das ist auch wichtig. Ja, aber wenn du Und jetzt überlegst, was Ellie sagte, dass sie diese Figur ungefähr so in Ecuador auf der Landkarte verorten kann, dann könntest du auch sagen, dass es auch ein Hinweis ist, wo vielleicht in Ecuador eine Energiequelle vorhanden ist. Weißt du, was ich meine? Dass du von irgendwo, sag ich mal, vom Daumen bei der Hand über den Affen zum Zentrum vom Energie kommst, Auch wenn du den Linien folgst. das halte ich für nicht ausgeschlossen, denn dass Energiepunkte weltweit untereinander in Verbindung stehen, auch das steht außer Zweifel. Auch hier stehen, also für mich zumindest, wir stehen hier noch ganz am Anfang unserer Forschungen, und zwar Forschung mit Messmethoden, mit technischen Mitteln, aber die gehen genau dahin, die laufen darauf hinaus. Gibt es Verbindungen zwischen den Energiepunkten der Erde? Was wird dadurch bewirkt? Und auch hier, ja, jetzt sehen wir den Kondor. Wir wissen nicht, wofür er überhaupt steht. Hat er auch eine symbolische Wirkung? Also wenn ich Und wirklich noch jetzt so, mal, ja. ja, Octavian, um auf deinen Einwand vorhin zurückzukommen, du sagtest, ja, warum macht man das? Das kann nicht sein, dass man das macht, weil man es von oben sieht. Nun frage ich dich im Gegenzug, überlege mal, es ist ein Riesenaufwand. Wenn wir es mit technischen Mitteln unterstützen, dann brauchen wir eine Berechnung. Wir brauchen also Mathematik, wir brauchen eine Berechnung, wir brauchen eine Planung, um diese Linien auf den Boden zu bringen, wenn wir sie nicht von oben sehen und praktisch vorprojizieren können mit einem Laser. Ja, wenn man das mal ausschließt, dann braucht man hier Planung. Warum macht man sich diese Mühe, um eine Figur zu zeichnen, die am Ende kein Mensch sieht? Und Weil man sie nur bei auf großer Höhe sehen kann. dem Bei dem Bild hier beim Kondor ist war Gott wieder so eine Idee, man sieht links, wo sie diese geraden Linien kreuzen und die eine Linie noch quer durchgeht. Nur so als Idee könnte ja sein, dass diese Linien exakt auf dem Energiegitternetz der Erde verlaufen. Das heißt, dann brauche ich nicht von oben drauf sehen, dann kann ich es eigentlich mit Pendel und Route oder mit der Wünschelrute herausfinden, wo die Dinge verlaufen. Und dass das ein kleiner Ausschnitt ist vom Energiegitternetz der Erde, wo es einfach visuell dargestellt wird, was tatsächlich los ist. Und das ist wieder nur so als Idee. Weil die Abstände also so gleich wirken. Man braucht hier natürlich dann wieder mehr Fotos und genauer und richtig von der Totalen, aber vor allem das eine Eck da oben, das schaut für mich schon sehr spannend aus. Und es geht ja wieder drunter und drüber über den Kondor und der Kondor geht da drüber, die nächste Linie geht da drunter. Ich meine, es ist verrückt in Wirklichkeit. Also man kann ganz, ganz kurz zwischendurch noch. Wir haben hier diese Linie gerade, ne? Dann geht das hier und dann hier so ein bisschen spitzpfeilförmig zu und dann hier wieder hoch. Auch teilweise die Hände bei einigen der Tiere, die sind so ein bisschen, dass der Zeigefinger so ein bisschen krummer ist. Und das weist auf ein Bild hin von Leonardo da Vinci. Und zwar ist das Bild Salvator Mundi. Ja, und der hat dann auch dieses Gewand an, wo wir dann hier oben drüber die eine Linie haben und dann der Pfeil nach unten zeigt. Und der Vator Mundi, der hält auch die eine Hand so hoch. Und da hat er auch den Zeigefinger und den Mittelfinger so ein ganz bisschen zueinander versetzt. Und diese Struktur, die finden wir auch ganz oft auf den Nazca-Linien, beziehungsweise nicht mal bei den Linien, sondern in der Geländestruktur wiederum. Also auch die Geländestruktur in dieser ganzen Ebene, die finden wir in
Oder ich habe sie schon gefunden in ganz vielen Symboliken auch wieder oder in Gemälden. Das ist der helle Wahnsinn. Also was man da alles rauslesen kann, also da kann man sich wirklich jahrelang mit beschäftigen und man findet immer wieder neue Zusammenhänge auch zu Bildnissen. Und inzwischen bin ich sogar am Überlegen, ob vielleicht nicht sogar das letzte Abendmahl von Da Vinci etwas mit dieser ganzen Thematik da zu tun hat oder auch eben Sternbildern. Verhältnismäßigkeiten und so weiter. Also das kann alles Und so bedeuten, ne? weiter. Und Das Da Vinci ist war ja nun auch ja, kein Dummer. Da Vinci wusste auch sehr, sehr Also viel. wenn ich mir das Bild Ja. angucke von dem Kondor, mir fällt eben etwas ganz anderes ein. Eine bestimmte Ja. Gottheit, ne? Also ich sehe dann den Ra, wenn du von vorne, warum auch immer. Wenn du die Ja. Darstellung Ja, von dem Gott ja, Ra ja. anschaust, dann kannst du es, dann erkennst du den auch jetzt in diesem Kondor. Genau, weil die babylonische oder sumerische Kultur, die finden wir ganz oft auch in Ägypten auch wieder, ne? Ja, In den ist ganzen ja Hieroglyphen. natürlich, Also natürlich. das muss alles miteinander zusammenhängen, irgendwie, ne? Und Ich bin ich mir sag noch sehr mal, die sicher. nennen die da die Kolibri-Pyramide. Kolibri-Pyramide, ne? Und gut, jetzt haben wir hier den Kondor, aber das ist jetzt die größte Figur, die so in der Art abgebildet wird und zumindest drei kleine Kolibris habe ich auch noch. Ja, meine Lieben, wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir bei gut einer Stunde dem ganzen Spuk ein Ende setzen, weil wir merken es, es würde ja schon wieder, das ist eine derweitige Ja. Story. Darum glaube ich, wir werden super Zeiten haben beim Podcast-Marathon, weil da kann man einfach einmal richtig lang quatschen. Als allererstes vielen Dank für alle euren Input. Es hat mir jetzt vor allem da die Schlusssequenz mit dem Bild wieder sehr viel Inspiration gegeben, weil ich werde natürlich dann wieder den Dwayne drauf ansetzen, der eben die uralten Energielinien in verschiedenen Richtungen verlaufend festgehalten hat, weil das natürlich damit zusammenhängt, wenn wir Polverschiebungen oder Polumkehr haben und sich dann, was weiß ich was, verändert auf dem Planeten, dann laufen die Linien auf einmal anders. Ich werde den Dwayne mal ein bisschen interviewen zu dem Thema Nazca-Linien in Bezug auf seine Energielinien. Und ja, wir werden einfach wieder eine Fortsetzung unserer Gesprächsrunde irgendwann ausmachen. Ich kann den Zuschauern natürlich jetzt nicht versprechen, dass wir dieses Thema fortsetzen. Das, glaube ich, kristallisiert sich schon langsam heraus, dass wir immer wieder ein Startthema haben und dann schauen wir, wo es uns hinführt. Im Endeffekt werden wir immer wieder mal auch auf diese Themen zurückkommen. Und ja, wir werden schauen, was wir verlinken können. Wir werden natürlich auch die Arbeit vom Alexander Putney diesmal damit verlinken, genauso wie vom JD. Und wann von euch Teilnehmern hier noch, wer irgendeine Idee hat, was man dazu verlinken könnte, schickt uns das. Das macht dann der Dani oder ich, das weiß ich noch nicht genau wie, aber wir werden das einfach dranhängen, dass fürs Publikum immer die Möglichkeit besteht, selbst weiterzusuchen. Und ja, für heute vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, euch hier bei mir am Bildschirm und natürlich auch fürs Publikum. Ich hoffe, es war wieder spannend genug. Wahrscheinlich nicht lang genug. Aber wir haben uns einmal darauf geeinigt, dass wir sagen, irgendwann einmal machen wir Ende. Wir sind eh schon wieder ein bisschen über eine Stunde und es wird definitiv eine Fortsetzung geben. Also von meiner Seite vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ja, das sage ich auch. Tschüss und ja, mir fällt sowieso immer wieder was Neues ein. Jo, von mir auch ein Tschüss. Jo. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja, sage ich dann auch, war wieder spannend. Vielen Dank euch und viel Spaß beim Zuschauen.